Der letzte Schnee des Jahres verbirgt ein Relikt einer längst vergangenen Zeit. Ein Relikt, das für Mobilität, Verbindung, Transport und Handel stand und zur Entwicklung dieser Region beitrug. Ein 2000 Jahre altes steinernes Dokument. Den richtigen Weg zu finden, war nicht immer einfach. Gerne folgte man dem Weg des Wassers, denn es fließt nur dort, wo ein Weiterkommen möglich ist. Das hat der Mensch schnell gelernt. So wurden seit ewigen Zeiten Pfade entlang der Flüsse angelegt. Da macht auch die Isar keine Ausnahme. So führte bereits im 5. Jahrhundert vor Christus ein von Kelten angelegter Saumweg auch durch die Gegend um Mittenwald. Dieser verband das Alpenvorland mit Norditalien. Guta! Susum! Es kam die Zeit der Römer, die nach Norden drängten, deren Devise lautete: mit Schwert und Schaufel Länder erobern. Dies war aber nur möglich, indem jeder Legionär nicht nur ein guter Soldat, sondern auch ein guter Straßenbauer sein musste. Nur so war es möglich, mit jedem Vorstoß in ein fremdes Land sofort Straßen und Befestigungsanlagen zu errichten. Allerdings stellten vorerst im Norden, die Alpen, eine fast unüberwindliche Barriere dar. Auch waren die wilden Bergbewohner, jene raublustigen Räter, noch zu überwinden, was anfangs scheiterte. Erst zur Zeit des Kaiser Augustus, als Drusus sich im Rätischen Krieg den Brennerübergang erkämpfte und sich diese Räter untertänig machte, war für die Römer der Weg nach Norden frei. Und warum sollte man nicht vorgefundene, gut angelegte Wege benutzen, dachten die italienischen Eroberer, und diese einfach überbauen? Ein richtiger Weg von Oberitalien nach Augusta Vindel Licorum, dem heutigen Augsburg, wurde die Via Raetia. Entstanden zwischen 195 bis 215 nach Christus. Dieser neue Weg verkürzte die Verbindung Verona nach Augsburg von 500 auf 430 Kilometer, was damals eine Reiseersparnis von 3 Tagen bedeutete. Genügte in früherer Zeit ein schmaler Pfad für einen einfachen Pferdetransport? So benötigten die römischen Wagen, obwohl sie durchaus als schlank zu bezeichnen waren, eine Mindestbreite von 107 cm. Komm mal bei einem Besuch in Gleis nachmessen.